Es scheint, ja, dass wir wie Schlafwandler zum Teil in eine autoritäre Bahn schlittern. Und ich möchte aus meiner Profession, also ich bin Philosoph, und hoffe, ich werde Sie nicht allzu sehr langweilen, wenn ich jetzt ein paar philosophische Analysen zum Nationalismus anschließe. Wir waren ohnehin schon in der Philosophie mit Isaac Berlin und vielen anderen. Ja, ich möchte etwas klären, was mit dem, noch einmal klären, was mit dem Nationalismus, jetzt würde ich sagen, ein übersteigertes Nationenbewusstsein oder mit Berlin, dass hier der Vorrang des Nationalen vor allen anderen Werten entscheidend sein. Und was sind die anderen Werte? Die anderen Werte sind eine bestimmte Idee der Menschenrechte. Ja. Nun, in der Politikwissenschaft wird dieser Nationalismus oft auch unter dem Titel Populismus diskutiert. Und der Begriff Populismus, ja, suggeriert, als ob es ja sogar eine Politik sei ohne Ideologie. Also die Parteien orientieren sich an den schwankenden Stimmungen des Volkes, nicht? Und dann hält man zu Recht fest, ja, insofern muss ja jede Partei ein bisschen populistisch sein, nicht? Man muss doch sich an den Stimmungen des Volkes orientieren. Das heißt, der Begriff Populismus suggeriert eben, es geht hier gar nicht um Ideologie, sondern ja, Opportunismus, Partei, also Maximierung der Stimmen und so weiter. Doch dies ist meiner Meinung nach der große Irrtum und auch die Gefahr. Parteien, die dem Populismus zugeordnet werden, also im deutschsprachigen Raum AfD, aber ich werde darauf noch eingehen, auch die FPÖ in Österreich, aber auch Orban oder die Le Pen-Bewegung. Und wir können jetzt noch weitergehen, auch nach Nordeuropa inzwischen, oder Trump. Die Republikaner unter Trump haben sich radikal verändert und bekanntlich. Das heißt, wir haben hier ein international vernetztes politisches Syndrom, das meiner Meinung nach eine sehr klare Ideologie hat. Und den Kern dieser Ideologie kann man sich deutlich machen mit einem französischen Philosophen, Alain de Benoist. Er ist der Begründer der sogenannten neuen Rechten, der Nouvelle Droite. Die sind schon 1968 erschienen, als noch ein anderer Geist wehte. Und Alain de Benoist hat eben die Ideologie einer neuen Rechten entwickelt. Was meinte er damit? Das war eine Gruppierung, die ja sowas aus der alten rechten Bewegung, nämlich der faschistischen Bewegung, gekommen sind. Aber Benoist hat diagnostiziert, ja, die alten faschistischen Ideologien können in der modernen Demokratie, auch in Frankreich, nicht mehr fortgeführt werden. Es braucht also einen Ersatz, eine Korrektur. Nun, Benoist hat zwei Dogmen des alten Faschismus eliminiert. Das erste ist der Rassismus, interessanterweise. Also nicht mehr die Unterscheidung Herrenrasse, Untermenschen. Und das zweite, auch das erstaunlich, das zweite Dogma, das er eliminiert hat, war die gewaltsame Beseitigung der liberalen Demokratie. Von beidem man muss sich die neue Rechte verabschieden. Und jetzt ist die Frage, ja, was kommt stattdessen? Der Rassismus wird ersetzt durch den sogenannten Ethnopluralismus. Ethnopluralismus meint, die Welt besteht aus bestimmten
verschiedenen raumgebundenen Kulturkreisen mit Nationen, die aber nebeneinander existieren. Ja, Indien, China, Afrika und so weiter, Russland. Und sie haben jeweils ihre eigenen Kulturen autochthon. Und daher ist die Idee der universalen Menschenrechte gesehen als ein Produkt Westeuropas, das daher keine universelle Gültigkeit haben kann. Also, dass China keine Menschenrechte akzeptiert, ist in dieser Sicht völlig konsequent. Sie sollen es auch, weil es nicht ihrer Kultur entspricht. Das heißt, es ist nicht mehr der alte Rassismus, sondern es sollen alle Kulturen gleichberechtigt anerkannt werden, aber in ihrer radikalen Verschiedenheit, und es soll natürlich keine Migrationsströme geben, weil damit die Reinheit dieser Kulturen gefährdet wird. Daher also die permanente Kritik an Migrationsbewegungen, auch an Asylbewegungen. Ich kann das auch, könnte das auch am Parteiprogramm der FPÖ sehr klar erläutern. Zweite ist keine Abschaffung, gewaltsame Abschaffung der Demokratie. Ja, was dann sonst? Was soll eine neorechte Politik dann sonst machen? Die Perspektive ist die Umwandlung der liberalen Demokratie, also Menschenrecht. Ich spreche nicht so gern von liberaler Demokratie, weil dann glaubt man, eine bestimmte Ideologie, nämlich der Liberalismus, wäre jetzt ja quasi da im Zentrum. Der Liberalismus ist eine mögliche Strömung in einer, ich sage nun, menschenrechtsbasierten, rechtsstaatlichen Demokratie. Das ist meiner Meinung nach der exaktere Ausdruck. Ja. Nun, diese menschenrechtsbasierte rechtsstaatliche Demokratie soll umgewandelt werden in eine, wie Benoit das erläutert hat, organische Demokratie. In eine organische, was bedeutet organische Demokratie? Sie beruht auf dem Prinzip der Abstammung, nicht der Universalität der Menschenrechte. Abstammungsprinzip. Und er bezieht sich damit auf das erste Modell der Demokratie, nämlich die athenische Demokratie. Er sagt, wir müssen zurück zur athenischen Demokratie, nämlich Perikles hatte für 51 ein Gesetz erlassen, athenischer Bürger kann nur sein, wer sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits von Athenern abstammt. Abstammungsprinzip. Das heißt, nach Benoit ist die moderne Demokratie von diesem Ideal abgewichen, wodurch? Erstens durch das Christentum. Das Christentum habe die Freiheit und Gleichheit aller Menschen ethisch und spirituell proklamiert und einen radikalen Individualismus in die politische Denken eingebracht, nämlich jeder Einzelne ist Geschöpf Gottes, hat als einzelner Würde. Und damit entsteht nach Benoit ein Individualismus, der die ethnische Gemeinschaft in Frage stellt. Und das ist tatsächlich richtig. Christliche Ethik hat nicht als oberstes Prinzip die Abstammung. Kritisiert oder steht sogar in der Spannung dazu. Und diese christliche Idee ist durch die Aufklärung gleichsam säkularisiert in die Theorie der modernen Demokratie eingeflossen. Das heißt, was er liberale Demokratie nennt, ist, wie er sagt, ein ideologisches Produkt von Christentum und Aufklärung. Individualistische Menschenrechte. Daher neorechte Parteien oder populistische Parteien oder nationalistische Parteien, wie man sie nennen, ja, werden nun Katalysatoren eines gefährlichen autoritären Umwandlungsprozesses. Und das ist die Gefahr, in der wir heute in zahlreichen Ländern, auch in Österreich, stehen,
dass diese Parteien ja konkurrieren wie andere Parteien um Wählerstimmen. Das ist das normale Geschäft in der Demokratie. Verschiedene Parteien haben verschiedene Ideologien und ja, suchen nach Mehrheiten. Aber bei diesen Parteien geht es nicht bloß um die Suche nach einer Mehrheit, sondern in ihrer Ideologie steckt zugleich das Programm, dass man das Haus, in dem man bisher quasi konkurriert hat, selbst umbaut. Und das ist etwas anderes. Und Orban ist das in Europa in einmaliger Weise gelungen. Er konnte sogar auf Basis dieser Ideologie, dieser Matrix, eine neue Verfassung etablieren. Und damit haben wir in Ungarn die erste neorechte Verfassung in Europa. Wo, ja, und jetzt wird es deutlich, die Universalität der Menschenrechte auf die Bürgerrechte einer ethnisch homogenen Gesellschaft eingeschränkt werden. Und es werden nicht Bürgerrechte grundsätzlich so wie im Faschismus abgelehnt, sondern sie werden nur ethnisch eingegrenzt. Das heißt, die ethnische Homogenität ist das oberste Prinzip. Warum wird dies autoritär? Weil sich diese Parteien als die authentischen Sprecher, Repräsentanten dieses selbstdefinierten ethnischen Volkes verstehen. Ja, daher kann ein Führer, Parteiführer einer neorechten Partei sagen, ich bin der Volkskanzler. Auch wenn er 30% hat, ist erstaunlich nicht, aber 30% sind noch lange nicht die Mehrheit. Was ist mit den 70%? Aber er ist der Volkskanzler. Das heißt, man definiert sich als authentischer Sprachrohr des selbstdefinierten Volkes, das ethnisch homogen definiert wird. Ja. Und damit entstehen sofort auch Exklusionsprozesse. Wer gehört dann nicht wirklich zum Volk? Das sind natürlich Diskurse, die wir aus den 30er Jahren kennen. Nicht Juden, Sozialisten, vaterlandslose Gesellen und so weiter und so fort. Wer nicht wirklich zum Volk gehört, nämlich im Sinne der Abstammung. Warum autoritär? Weil wenn diese Parteien, also Macht erlangen, sich als authentische Stimme des selbstdefinierten Volkes präsentieren, ja, was setzt man nun um? Dann muss man natürlich die ethnische Homogenität auch in eine kulturelle, politische Homogenität übersetzen. Daher Mediengesetz, Kulturpolitik und so weiter. Das heißt, es entstehen die Mechanismen einer autoritären Politik, die nun die Pluralität und darin bestand, da besteht der Essenz menschenrechtsbasierter rechtsstaatlicher Demokratie, die Pluralität von Weltanschauungen, Ideologien zuzulassen. Ja. Dies wird durch diese Parteien massiv eingeschränkt. Ja. Nun, auch in Österreich ist seit 1986 die FPÖ auf diese Ideologie Benoits eingeschränkt. Es ist also nicht eine jüngste Entwicklung, sondern beginnt tatsächlich mit Jörg Haider. In dem Buch Freiheit, die ich meine, heißt es ausdrücklich, wird aber Politik nicht auf ethnischen Prinzipien aufgebaut, dann hat die Menschheit keine Zukunft. So heißt es. Dann hat die Menschheit keine ethnischen Prinzipien. Daher ein Recht auf Heimat wird gefordert. Das klingt so harmlos, nicht? Wir haben unzählige Menschenrechte und dann ja noch ein Recht dazu, das Recht auf Heimat. Es gibt kein Recht auf Heimat in einer rechtsstaatlichen Demokratie. Warum? Weil das, was Heimat bedeutet, Sache öffentlicher Debatten ist. Was verstehen wir hier jeweils unter Heimat? Das ist kein einklagbares Recht. Wenn es zu einem Menschenrecht gemacht wird, dann ist der Begriff Heimat schon definiert, nämlich ethnisch. Aber natürlich ist das schwer zu vermitteln, nicht? Weil es eben nicht eine offensichtlich rassistische, antidemokratische Ideologie ist. So scheint so im Konzert der konkurrierenden Parteien einfach eine Stimme zu sein. Und dennoch, diese Parteien haben im Programm den bisherigen Staat, die bisherige radikal umzuwandeln. Und wenn man das nicht durchschaut, dann stolpert man
wie Herr Lindner hellseherisch gesagt hat, schlafwanderisch in eine autoritäre Politik. Übrigens, die Kommentare von Herrn Lindner im Standard sind ein Medikament, ja, eine wirklich starke Dosis gegen diese schlafwanderische Haltung gegenüber der Gefährdung der Demokratie. Und jetzt wird es auch deutlich, die heikle Frage Asyl. Das ist ja ein zentrales Thema, das ist wie ein Brennstoff, wie ein Dieseltank, nicht für die rechtspopulistischen Parteien fungiert. Das ist nämlich ein extrem komplexes Thema, weil Migrationsströme die neuzeitliche Geschichte durchziehen. Ja. Es gibt keine kapitalistische, marktwirtschaftliche Gesellschaft ohne massive Migrationsströme. Europa war 150 Jahre lang Auswanderungsland. Es sind knapp 60 Millionen Menschen ausgewandert aus Europa zwischen 1800 und 1950. Wenn Sie burgenländische Familien fragen, dann wird er sagen, ja, einer ist da geblieben. Einer ist da geblieben. Ja. Das heißt, Migrationsströme sind seit Jahrhunderten der Normalfall, und zwar von Europa weg. Und daher ist das Konzept Ethnopluralismus eine Fiktion. Weil Europa hat drei Kontinente mit seiner Migration okkupiert. Nordamerika, Südamerika, Australien und dann muss man noch Südafrika und ein paar andere kleinere Regionen dazu nehmen. Das geht jetzt nicht mehr, weil Europa war überfordert mit den Umwälzungen kapitalistischer Modernisierung. Afrika hat keine Kolonien. Das ist das Problem. Wir müssen uns jetzt etwas anderes. Und auch berühmte Philosophen wie Hegel haben gemeint, ja, wir können marktwirtschaftlich das Problem der Armut, der Verelendung nicht lösen. Was machen wir? Wir schicken die Leute in die Kolonien, sagt ein berühmter Philosoph wie Hegel. Diese Lösung gibt es nicht mehr. Und daher stehen wir vor einer epochalen neuen Herausforderung. Nun, die Asylsache ist eine komplexe und natürlich gibt es hier Überforderungen. Das ist klar. Dass es Überforderungen gibt in einer menschenrechtsbasierten Ethik, das ist legitim. Darüber kann man und muss man öffentlich sprechen. Doch bei den neorechten Ideologien geht es nicht um das Problem der Überforderung, sondern um die ethnische Reinheit. Das ist der zentrale Punkt. Jetzt bringe ich ein Beispiel aus Ungarn. Orban sollte ja verpflichtet werden, glaube ich, 1300 Flüchtlinge aufzunehmen, den Verteilungsschlüssel der EU. Er hat das abgelehnt, hat ein Referendum gemacht mit, glaube ich, 30 Millionen Euro Aufwand für das Referendum. Ja. Damit hätte er ja sicher 20 Jahre diese 1300 fürstlich aufnehmen können. Ja. Aber an diesem Beispiel wird deutlich, es geht nicht um die Überforderung, sondern es geht um die ethnische Reinheit. Auch 1000 Leute sind zu viel für 10 Millionen. Ja? Nicht, es geht nicht um Überforderung. Ja? Und das ist der Streitpunkt. Nicht? Also, dass man hier nicht Diskussionen abwürgt über legitime Verängstigungen, Bedrohungen oder Überforderungssituationen. Das ist legitim zu diskutieren. So, die Frage ist, unter welchem Maßstab diese Diskussion geführt wird. Ob sie unter dem Maßstab der ethnischen Homogenität geführt wird oder sagen, ja, wie können wir quasi die Asylpraxis so handeln, dass es für alle akzeptabel bleibt. Im Sinne des Ethnopluralismus hat auch die FPÖ in ihrem Parteiprogramm nicht, dass Asyl nur auf Zeit gegeben wird. Keine Einbürgerung. Also wenn der Asylgrund wegfällt, dann wieder zurück. Das ist völlig konsequent von der Ideologie her. Völlig konsequent. Ein letzter Punkt. Ja, was ist das Volk? Ich habe jetzt immer von ethnisch gesprochen. Was ist die Ethnie, die österreichische Ethnie? Nicht so leicht zu sagen. Sie haben erwähnt, nicht erst nach 1945 entsteht in Österreich ein Nationalbewusstsein. 1918 gab es das gar nicht. Wir sind also nicht eine späte Nation, sondern eine, ja,
extrem über, mehr als verspätete Nation. Man muss, wenn man eine nationale homogene Idee definiert, immer einen Zeitindex angeben. Ja? Anders geht es nicht. Die FPÖ nimmt den Zeitindex an 1945. Die damals autochthonen Volksgruppen, dazu gehören auch die Kroaten, Slowenen und so weiter, ja, gehören zur österreichischen Nation, das ist jetzt so quasi der Größe, und alle anderen später zugewanderten nicht. Ja, die gehören nicht zum Volk. Das heißt, die Willkürlichkeit einer ethnischen Festlegung liegt immer am Zeitindex. Ich bringe ein kurioses Beispiel. In Indien gibt es einen Bundesstaat, da wurde festgelegt, wer legitimer Bürger dieses Bundesstaates ist, ist wer ab 1970 gewohnt. Ja, man kann es irgendwie festsetzen. Nicht? Sie sehen die Willkürlichkeit und dagegen opponieren eben die Menschenrechte. Und ich glaube auch, wir werden das im Seminar danach noch uns genauer anschauen, dass die Menschenrechte eine christliche Wurzel haben. Sie sind etwas komplex, es ist nicht einfach eine christliche Idee, da kommt noch einiges anderes dazu. Ja. Aber natürlich eine christliche Wurzel, insofern ist es ein extremer Widerspruch, dass Orban sogar im Namen des Christentums eine ethnische Politik vertritt. Das ist für mich der Widerspruch zu dem, was eigentlich der Kern christlicher Ethik betrifft. Und das im Namen der Verteidigung des christlichen Abendlandes, ja, das ist eine völlige Instrumentalisierung des Christentums. Vielen Dank.